Der Andrang ist gewaltig, als der Prozess am 6. Mai 2013 beginnt. Im Zentrum des Medieninteresses auch Opferangehörige wie Semir Şimşek, für die der erste Tag zum Kraftakt wird. Es waren auch Angeklagte da, die einfach provokant gewirkt haben. Und es war ein anstrengender Tag. Ihr Vater ist das erste Mordopfer des NSU. Bis April 2007 folgen 9 weitere. Zudem 2 Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle. Nach dem letzten Überfall nehmen sich Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos das Leben. Vom Kerntrio bleibt nur Beate Zschäpe. Im Prozess schweigt sie auf Anraten ihrer Verteidiger. Mit ihnen aber bricht sie im Sommer 2014. Beide Seiten wollen die Zusammenarbeit beenden. Doch das Gericht lehnt ab. Stattdessen kommen 2 weitere Verteidiger ins Spiel und mit ihnen ein Strategiewechsel. Beate Zschäpe bricht ihr Schweigen. Sie stellt sich als Randfigur dar, die von den Gewalttaten erst im Nachhinein erfahren haben will. Lediglich die Brandstiftung im letzten Unterschlupf des Trios gesteht sie ein. Die Bundesanwaltschaft überzeugt das alles nicht. Sie sieht in Zschäpe eine Mittäterin, fordert lebenslänglich und Sicherungsverwahrung. Zschäpes Verteidigerteams halten dagegen. Beate Zschäpe ist keine Terroristin und keine Mörderin. Es bleibt von der Maximalanklage lediglich eine einfache Brandstiftung übrig. Und deswegen ist sie nach unserer Meinung unverzüglich aus der Haft zu entlassen. Die Opferangehörigen ziehen nach all dem eine eher nüchterne Bilanz. Zumindest wir als Familien hätten das Recht gehabt, die ganze Wahrheit zu bekommen. Und dass es nicht so funktioniert hat, bin ich sehr enttäuscht darüber. Mehr als 5 Jahre wurde in München verhandelt. Nun also steht das Mammutverfahren vor dem Schlussakt.